Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Johannesevangelium, Kapitel 2, Zeichen der Göttlichkeit. Unser Merktext steht im Johannesevangelium und dort im Kapitel 11. Und da heißt es in Vers 25 und 26. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, das heißt mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Darum geht's. Sonntag, die Speisung der 5000. Wenn Jesus herumzog, dann er musste dafür keine Werbung machen. Er sagt, hallo, hier bin ich, kommt her zu mir, ich habe euch was zu erzählen oder ich kann euch heilen. Alle wussten, worum es da geht. Man hing an seinen Lippen und man brachte die Kranken. Und wenn er redete, dann hörte man ihm zu, stundenlang. Und wenn man die Kranken brachte, dann wurden sie alle geheilt. Und kein Wunder, dass Jesus dadurch von Massen von Menschen umgeben war. Und manches Mal wollte er dem allen einmal entfliehen und fährt mit seinen Jüngern da über den See Genezareth von Magdala oder Tiberias da auf die andere Seite hinüber. Und wenn wir zur physischen Karte schauen, dann sieht man hier deutlich, dass der See eingerahmt ist, der See Genezareth, von hohen Bergen. Und dass es nur wenige Stellen gibt, wo es ein flacheres Seeufer gibt. Hier auf der Westseite und hier in der Nähe von Bethsaida. Aber hier auf der Ostseite ragen also steile Felsen auf, so ähnlich wie wenn man über den Kanal von Frankreich oder Belgien hinüberfährt nach England, und du siehst diese Getreideklippen von Dover, diese steil aufragenden Felsen. So ähnlich war das also hier an dieser Küste. Und Jesus fährt da hinüber, aber mehr in diese Gegend, wo es also hier flacher ist. Und da der See so tief unten liegt und du also rund um den See herum schön den ganzen See überblicken kannst, weil du immer höher bist als der See, du also gewissermaßen hinabschauen kannst, siehst du das Boot, wo steuert der hin? Und die gehen am Ufer entlang und wie die Jünger mit Jesus ankommen, sind die anderen auch schon da. Also entweichen, entwischen, chancenlos. Und Jesus lehrt sie, heilt, lehrt und der Tag vergeht und das führt dann letztlich dazu, dass die Jünger sagen, Herr, schau den Sonnenstand an. Bald ist finster. Mach Schluss. Und wahrscheinlich sind sie schon auch hungrig geworden. Jedenfalls machen die Jünger klar, wir müssen die heimschicken, damit sie noch essen können. Und Jesus sagt, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 5. Und der Philippus, der schaut sich die Menge an, nicht 5000 Mann wurden gezählt, ohne Frauen und Kinder. Also das waren weit über 10.000 Leute. Und du sagst, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie. Ein Denar war so ein Tageslohn, also das wäre so ein Lohn für 200 Tage. Also Lohn für 6, 7 Monate würde nicht ausreichen, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Also selbst wenn sie nur ein kleines Stück kriegen, reicht das nicht bei der Riesensumme. Und jetzt kommt Andreas, der Bruder von Petrus, zu Jesus und sagt, da ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische eben von seiner Mama eingepackt bekommen. Ist ja gewaltig, nicht? Das sind tausende von Menschen, aber da gibt es einen Jungen, der hat 5 Brötchen und 2
Fische. Wow! Also das ist mehr, als was der selber essen kann, könnte man ja aufteilen. Aber dann kommt es dem Andreas und er sagt, aber was ist das für so viele? Die Erkenntnis kommt ihm jetzt gerade. Und das ist eine gute Erkenntnis. Was ist das für so viele? Aber was sagt Jesus? Lass die Leute sich setzen. Die sollen sich jetzt lagern. Zu je 50. Und da ist viel Gras an dem Ort, weil das ist ein relativ feines Ufer. Und da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank, teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. So viel sie wollten, steht da. So viel sie wollten. Ich meine, wir haben 5 Brote und 2 Fische und das sind 5000 Mann. Und da steht sie leiten aus. So viel sie wollten. Da können sie nur leise kichern, oder? Was heißt so viel sie wollten? Das ist ja nach den ersten 2, 3, 4 erledigt, oder? Und dann steht da, und als sie gesättigt waren. Bitte was? Als sie gesättigt waren? Von 5 Broten und 2 Fischen? Ja. Denn Jesus hat gebetet, hat gedankt, gebrochen, gibt es den Jüngern und die teilen aus. Alle 12. Und teilen aus. Und teilen aus. Und teilen aus. Als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Ihr bitte, ist da was übrig geblieben? Ja, weil sie mehr hatten, als die essen konnten. Die waren aber ausgehungert. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken. Jeder Junge einen Korb. Und zwar von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen. 12 Körbe voll. Allein von dem, was übrig blieb, wo die einfach nicht mehr konnten. Also die waren mehr satt. Die haben gegessen, gegessen, bis sie nicht mehr konnten. Und dann bleiben 12 Körbe voll übrig von den 5 Gerstenbroten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, steht hier in Vers 14 von Kapitel 6 des Johannesevangeliums. Als sie das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das ist er. Das ist der Prophet. Sie haben es begriffen. Montag. Wahrhaftig. Der ist der Prophet. Das ist also der Punkt. Und das ist das Signal. Denn 1500 Jahre vorher lebte Mose. Das war der, der also aus Ägypten die Israeliten im Auftrag Gottes herausgeführt hatte. Die waren da durch die Wüste gewandert, waren dann auf der Ostseite hier heraufgekommen, hatten sich dann hier gelagert bei dieser Jordanmündung. Und Mose ist vorher noch da oben auf einem Berg gestorben. Hier ist das Gebirge Pisgah, der Berg Nebo, von hier hat er noch hineingeblickt in das Land. Hier starb er auf dem Gipfel und Josua führte sie dann hinein im Auftrag Gottes. Und dieser Mose, dem wurde gesagt, und er schildert das von sich aus dann, als Mose spricht und sagt, einen Propheten wie mich, ich der Mose, so einen wird der Herr erwecken aus deinen Brüdern, sagt ihm der Herr. So einen Propheten wie Mose. Und darum sagen die jetzt, der ist der Prophet, der kommen soll, wie Mose vorausgesagt hat. Er ist es. Aber natürlich haben sie sich das so vorgestellt, wenn so einer kommt, der von Gott so autorisiert ist und so mit Macht ausgestattet ist wie ein Mose, wie wenn der damals in der Lage war, ein ganzes Volk aus Ägypten herauszuführen,
dann wird der Messias, der da kommen wird, dieser Prophet, in der Lage sein, die verhassten Römer aus dem Land zu jagen. Wenn so einer ist wie Mose, ja, dann wird sich was tun, oder? Ist nachvollziehbar. Wenn es heißt, einen Propheten wie mich, spricht der Mose, wird der Herr erwecken aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr dann folgen. Ja, das tun sie dann gern. Nicht so, so ein Führer. Wow, das ist was. Da tut sich was. Und als jetzt Jesus diese 5000 Mann speist mit 5 Broten und 2 Fischen, sagen sie, das ist der Prophet. Das ist er. Als sie das Zeichen sah. Wie geht die Geschichte hier an dieser Stelle weiter? Judas bringt jetzt die Masse auf folgende Idee und sagt, jetzt krönen wir ihn zum König. Vers 15 in Johannes 6. Als nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Also ob du willst oder nicht, du wirst jetzt einfach unser König. Zack, bumm. Als er das merkt, jetzt ist es soweit. Jetzt wollen sie das. Zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. Muss ich vorstellen. Eine begeisterte Menge, das ist nicht wie bei einer Wahl in einer Demokratie, da gibt es die Partei, die. Nein, hier wollen alle den einen als Kandidaten, sie wollen ihn wählen zum König. Da gibt es nicht die Opposition, die sagt, na, den will ich eigentlich nicht. Und ich hätte lieber den oder ich wäre auch wichtig und schaut mal mich an, wenn ich komme, dann wird alles besser. Nein, alle sind der, dieser Jesus. Den machen wir jetzt zum König. Und das sind 100% dafür. Alle. Bis auf einen. Und das ist der Kandidat, der muss ja zustimmen. Darum wird er bei einer Wahl dann gefragt, ob er die Wahl annimmt. Und das ist immer das Leichteste für die entsprechenden Politiker, die Wahl anzunehmen. Und es ist ganz, ganz selten, dass einmal sowas vorkommt, dass die Wahl nicht angenommen wird. Ich denke da an eine Geschichte zur Zeit der Reformation in Deutschland vor 500 Jahren, im Jahr 1519, das ist 105 Jahre her. Und da war es so, dass der Kaiser Maximilian gestorben ist im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, in Wels, in Oberösterreich, in der Nähe von Linz, ist er gestorben von einem Schloss. Das kann man besichtigen. Öffentlich zugänglich. Und dort hat man dann festgestellt, naja, wenn kein Kaiser da ist, müssen wir wieder einen neuen wählen. Es wurde damals schon gewählt. Man höre und staune. Wahlberechtigt waren ganze 7 Personen. 7 Wahlberechtigte. 7 im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in Deutschland. 4 davon weltliche Fürsten und 3 geistliche Fürsten, also Erzbischöfe. Der führte den Vorsitz, der von Mainz. Und die wählen jetzt einen neuen Herrscher. Und die, die da gewählt haben, waren die sogenannten Kurfürsten, die Wahlfürsten, die berechtigt waren zu wählen. Wenn du also ein Fürst bist und auch noch ein Wahlfürst bist, ja dann, also viel mehr kann es nicht mehr sein. Höchstens noch der König, der Kaiser. Und die wählen jetzt den neuen Kaiser und die Wahl fällt auf den Kurfürst von Sachsen, Friedrich, und der bekam den Beinamen der Weise. Wisst ihr warum? Der war so weise, dass er gesagt hat, nein, danke, wählt einen anderen. Und deswegen bekam er den Beinamen der Weise. Ist das nicht köstlich? Da nimmt einer die Wahl nicht an zum höchsten, mächtigsten, ehrenvollsten, als der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Sagt, nein, danke, braucht man nicht. Bin alt genug, schon genug gesehen, lasst mich in Ruhe. Und dann wird es ein 19-Jähriger, ein Habsburger, ein gewisser Karl, der dann als Karl V. in den Ring stieg. Der hat sich riesig gefreut.
Er hat natürlich entsprechend auch gezahlt an diese Kurfürsten, damit sie wissen, wen sie wählen sollen. Heute würde man sagen, Bestechung, Korruption, das hat es also schon immer gegeben. Jedenfalls dieser junge Mann, der nicht einmal Deutsch kann, aber das macht ja nichts. Ich glaube, er ist Kaiser und hat das Einkommen vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Als der dann als Kaiser abdankte, und das war die nächste Sensation, denn wann dankt ein Kaiser ab? Wenn er nichts mehr sagen kann, wenn er tot ist. Das war dann die Abdankung. Aber der verzichtet freiwillig auf den Thron. Der hat 36 Jahre lang versucht, die Reformation im Auftrag des Papsttums in Rom zu ersticken in Deutschland. Und es ist ihm mehrmals fast gelungen. Fast. Der Kampf gegen Martin Luther, nicht und nicht schien es zu gelingen. Und nach 36 Jahren, wo er also Höhen und Tiefen alles miteinander erlebt hat gegen diesen Protestantismus, den er unbedingt ausrotten wollte, weil ihm Rom entsprechend immer die Richtung dafür vorgab, dieser Karl V. hat letztendlich freiwillig das Handtuch geworfen und ist abgedankt. Hat es seinem Bruder übergeben, das Zepter. Und das Interessante, nach 36 Jahren der Herrschaft in Deutschland schafft er etwas auf die Seite. Um das, was er in Deutschland erwirtschaftet hat, sprich dem Volk aus der Tasche gezogen hat, dafür oder eingekauft, nicht, 36 Jahre lang. Und dazu benötigte er dann Transportmittel, weil er wollte sich dann nach Spanien in die Pension zurückziehen, mit 56 Jahren, ein Frühpensionist. Und dort musste er das hinbringen, aber um von Deutschland nach Spanien zu kommen, musste er durch Frankreich. Und das war ungünstig, weil der französische Herrscher gesagt hat, komm nur mit deinen Schätzen, ich werde dich etwas erleichtern. Daher fuhr man übers Meer, über die spanischen Niederlande eingeschifft, Belgien und Niederlande, so hießen früher die spanischen Niederlande, gehörte auch den Habsburgern, Karl V. war ein Habsburger. Und bei diesem Einschiffen stellte sich heraus, um alles unterzubringen, benötigte dieser Herrscher für seine Pensionierung 90 Schiffe, um das alles unterzubringen. Nur so viel, wie ein Kaiser damals regiert hat. Nur wie ein Staubsauger. Alles rausgeholt aus dem Volk. Jesus hat gesagt, die Mächtigen dieser Welt halten das Volk nieder. Unter euch soll es nicht so sei, sondern wer unter euch der Erste sein will, der sei der erste Diener, der Diener aller. Ist es so? Schau mal beim Papsttum. Dienstag. Die Heilung des Blindgeborenen, Teil 1. Jesus ist unterwegs. Und da heißt es in Kapitel 9, Vers 1, als er vorbeiging, sah einen Menschen, der blind war von Geburt an. Ich habe mal jemanden kennengelernt, deren Haus war ich, eine Dame, und die war blind. Wir hatten dort einen Hauskreis, ich war das erste Mal zugegen als Pastor. Und die geht da im Haus herum, holt eine Tasse und rückt einen Sessel zurecht und so weiter. Und dann flüstert mir jemand zu, sie ist blind. Ich dachte mir, ja, die ist blind. Die ist blind, wenn die blind ist, was bin ich dann? Die hat da herummarschiert in dem Haus, in dieser Wohnung. Und dann hat man mir erklärt, na, die hat früher schon gesehen. Die weiß also, wie die Wohnung aussieht. Aber dann bekam sie ein Medikament, ging etwas ganz anderes, wo sie ein Wehwehchen hatte, und wurde über Nacht blind. Als sie am Morgen wieder aufwachte, sah sie nichts mehr. Das nennt man eine Nebenwirkung eines Medikaments. Die war kräftig gewesen. Die war von nun an blind. Aber dadurch, dass sie vorher gesehen hat, wusste sie, wie ihr Haus aussieht, wo alles steht. Daher fand sie sich da sehr gut zurecht.
Aber ein Medikament hat sie blind gemacht. Aber der hier, von dem da die Rede ist, der war von Geburt an blind. Der wusste nie, was das ist, sehen. Die da später blind geworden ist, die wusste, wie ein Baum ausschaut, wie ein Mensch aussieht, was ein Haus ist, was ein Stuhl ist, ein Tisch, wie das Essen aussieht. Die wusste das. Der wusste nicht. Der hat nie gesehen, von Geburt an. Und als sie da vorbeigehen, fragen die Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren worden ist? Er oder seine Eltern? Das war die Diskussion. Waren es die Eltern, und das ist jetzt die Folge, die Strafe, oder hat der schon was gemacht als Baby, wie er aus dem Mutterleib gekommen ist? Eher unwahrscheinlich, nicht? Was wird das Baby schon anstellen? Eher wohl die Eltern, würde man denken. Aber Jesus sagt, weder noch. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern, ja, wozu ist das Ganze dann? Es sollen an diesem die Werke Gottes offenbar werden. Oh, jetzt ist wieder ganz was Neues. Es sollen an diesem die Werke Gottes offenbar werden. Es soll also sichtbar werden, was Gott vermag, an einem Menschen zu tun. Das ist der Punkt. Nun, und wenn man dann da weiterliest, ja, dann stellt man fest, dass der hier kommt, zu dem hingeht, er spuckt auf die Erde, heißt es in Vers 6, macht einen Brei mit seinem Speichel, streicht den Brei auf die Augen des Blinden, sagt zu ihm, geh hin, wasche dich im Deich Siloah. Das macht er dann. Der Teich Siloah, das heißt übersetzt Gesandter, da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Wow! Ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Nun, die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, Moment, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Denn so eine Familie hat einen Blinden meistens bei einer Tempeltür abgesetzt, weil da ist der Engpass, Nadelöhr, nicht? Da müssen alle durch an der Stelle. Und wenn der da einfach sitzt, dass du dich erbarmst und ihm was gibst, weil er kann er selber nichts erwirtschaften, aber essen will er ja trotzdem. Und damit er auch was nach Hause bringt und etwas beiträgt, setzt du den da hin. Und die sagen, ist das nicht der da saß und bettelte? Und dann meinen andere, er ist's. Und wieder andere sagen, na, er sieht ihm ähnlich. Denn du schaust schon anders aus, wenn jetzt deine Augen leuchten gegenüber einem, der blind ist. Und was sagt er selber? Ich bin's. Wow, na, aber jetzt komm, ja wie? Ja, und wo? Was ist jetzt die Frage? Naja, was wird jetzt gefragt? Blind geboren und jetzt siehst du, bitte wodurch? Wie ging das vor sich? Denn alle fragen, wie sind deine Augen geöffnet worden? Die Frage hätte jeder andere genauso gestellt. Wie gibt es das? Wenn du blind geboren bist und auf einmal kannst du sehen, ja, wieso? Weil dann könnte das ja vielleicht bei anderen auch funktionieren. Und der sagt, ein Mensch, der Jesus heißt, der machte einen Brei, bestrich meine Augen, sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloah, wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Hui, na das ist was. Da sagen die, wo ist er? Sagt, weiß nicht. Ich kann jetzt zwar sehen, aber ich habe ihn ja vorher nicht gesehen. Ich habe ihn nur gehört, seine Stimme. Und nun wird's spannend. Und damit gehen wir zum Teil 2. Mittwoch. Die Heilung des Blindgeborenen. Teil 2. Nachdem also die Leute festgestellt haben,
der, der blind geboren war, kann nun sehen und sie haben erfahren, es war Jesus. Da führten sie den, heißt es im Johannes Kapitel 9, in Vers 13, da führten sie den, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern, also zur geistlichen Elite. Und sie erklären das. Stell dir vor, der war blind geboren, der kann jetzt sehen. Jesus hat den geheilt. Und nebenbei wird noch erwähnt, es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte, ihm die Augen öffnete. Also er hat auf die Erde gespuckt, umgerührt, Brei gemacht. Und das durfte man alles nicht tun, laut Pharisäern am Sabbat. Das ist bewusst übertreten. Jesus hätte ja auch so wie bei der Fernheilung dort einfach sagen können, okay, sei gesund, sei sehend. Nein, er macht extra. Extra genau das, wo die Pharisäer gesagt haben, genau das darf man nicht, und er hat es genau so gemacht, was man nicht darf. Um ihnen natürlich die Augen aufzutun. Nicht nur den Blinden, sondern auch den Pharisäern. Und als die jetzt den so hören, sagen sie, dieser Mensch ist nicht von Gott. Du musst dir vorstellen, ein Blindgeborener kann sehen. Aber die Pharisäer, die wissen, dieser Mensch ist nicht von Gott. Sie wissen das. Unglaublich. Also diese Aussage. Normalerweise kannst du nur sagen, wow, jetzt haben wir uns aber gründlich getäuscht. Na, sie sagen, der ist nicht von Gott. Umwerfend. Nämlich penetrant. Das ist ja unglaublich. Und zwar ihre Schlussfolgerung, weil er den Sabbat nicht hält. Weil der hat ja da auf den Boden gespuckt, einen Brei angerührt und auf die Augen gestrichen. Also, wenn das einer macht, dann kann er nicht von Gott sein. Wer hat es am Sabbat gemacht? Und am Sabbat darf man das ja nicht. Weil wir haben gesagt, man darf das am Sabbat nicht. Also ist er nicht von Gott. Man könnte eher sagen, er ist nicht von den Pharisäern. Denn die haben das eingeführt, diese Regel. Aber andere sagen, ja, Moment, aber da gibt es jetzt schon ein Problem, denn wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Das ist eine Frage. Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun, wenn der nicht von Gott ist? Wie kann der einen Blindgeborenen dann heilen? Bitte um Erklärung. Und jetzt sind die Pharisäer im Argumentationsnotstand. Jetzt gehen ihnen die Argumente aus. Jetzt reden sie zu dem Blindgeborenen, der jetzt sehen kann. Was sagst denn du von ihm? Was hältst du von ihm? Und der sagt, das ist ein Prophet. So wie die bei der Speisung der 5000. So, das ist der Prophet. Jetzt kommt es wieder. Das ist der Prophet, von dem Mose gesagt hat. Und jetzt ist das natürlich peinlich, denn sie haben ja schon festgestellt, nein, der ist nicht von Gott. Also kann auch nicht der Prophet sein, der da kommen soll. Und jetzt argumentieren sie einfach, jetzt warst du ja gar nicht blind. Der Blindgeborene, der jetzt sehen kann, der hat sich fast verschluckt, wie er das gehört hat. Als die zu ihm sagen, du warst ja gar nicht blind. Jetzt will er nicht wissen, ob er blind war. Also es wird einfach alles umgedreht. Und wie sie da mit ihm das so durchdiskutieren, gehen sie zu den Eltern des Blindgeborenen. Und sagen, also wie ist es? Und ihre Fragestellung ist enorm. Sie sagen, ist das euer Sohn? Ja, Entschuldigung, dass das unser Sohn ist. Nicht? Kaum, dass sie es wagen, sich dazu zu bekennen, dass das ihr Sohn ist. So streng werden die jetzt vorgeladen. Das war so, als ob er da ein Krimineller wäre, so auf die Art. Und wieso kann er jetzt sehen, wenn er blind geboren worden ist? Und jetzt fangen die sich an zu fürchten, die Eltern. Denn wenn sie jetzt zu sehr Jesus positiv bewerten, dann fliegen sie aus der Synagoge raus, aus der Kirchengemeinschaft. Nicht, das wäre ungefähr jetzt so, wie wenn du in der Europäischen Union, sprich außer Ungarn, Slowakei, da kann man das unter Umständen noch machen, aber in all den anderen Staaten ist es momentan nicht günstig, ein
Putin-Versteher zu sein. Das wollen die oben nicht. Und so wollten die damals nicht, dass du ein Jesus-Versteher bist, für ihn bist. Das geht nicht. Und jetzt wollen die sich aus der Affäre ziehen, die wollen sich nicht klar bekennen und sagen, Jesus ist der Prophet, das hat der Blindgeborene gesagt. Die Eltern merken, das ist aber nicht günstig, dass gerade Jesus ihn geheilt hat. Ich meine, wenn die Pharisäer ihn geheilt hätten, ja dann wäre natürlich alles, dann könnten wir das hochjubeln und loben. Aber Jesus passt nicht ins Konzept. Jetzt ziehen sich die folgendermaßen aus der Affäre, indem sie sagen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Also das wissen wir, das ist nicht schlecht, was die alles wissen, die Eltern. Warum er jetzt aber sieht, das wissen wir nicht. Natürlich haben sie es gewusst, er hat es ihnen ja erzählt. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Denn der da geheilt worden ist, der hatte schon ein entsprechendes Alter. Und da steht weiter in Vers 22, das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren extra übereingekommen, dass wenn einer Jesus als den Christus, also als den Messias, der da angekündigt war, anerkennen sollte, dass dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Das war die Warnung. Wenn du so ein Jesus-Versteher bist, dann musst du gehen. So wie wenn du jetzt sagst, ich möchte gern mein Gas und mein Erdöl aus Russland beziehen. Ja, das geht gar nicht, oder? Ja, da bist du weg vom Fenster. Unmöglich. Ja, gerade nicht, dass du ins Gefängnis musst. Und so können wir das verstehen. Es war also nicht das, was die Führer des Volkes hören wollten. Und jetzt reden sie zum zweiten Mal zu dem, der da blind geboren ist und fragen den wieder, also gib Gott die Ehre, wie ist das jetzt? Wir wissen, dass dieser Mensch, Jesus, ein Sünder ist. Und staunt der Blindgeborene. Das sagt er. Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Und die dringen weiter auf ihn ein und sagen, na, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Und jetzt sagt der etwas, das ist umwerfend. Ich habe es euch schon gesagt. Und ihr habt nicht darauf gehört. Das ist die elegante Zusammenfassung. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Und jetzt kommt eine Frage, die lässt die Bombe platzen. Wollt ihr auch seine Jünger werden? Wow, das hat gesessen. Weil er ist also hier absolute Spitzenklasse, dieser einst Blindgeborene, der jetzt sehen kann. Sie, die voll gegen Jesus eingestellt sind, die fragen, ob wir auch die Jünger Jesu werden wollen, weil sie so nachfragen und nachbohren und sie das so interessiert. Boah, da sagen sie, du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von dem wissen wir gar nichts, ob der Gott zu ihm geredet hatte. Und der Blinde, der ist mutig. Denn der sagt, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Das ist ja immerhin was, oder? Und jetzt kommt ein Satz, Vers 41 vom Blinden. Er belehrt die jetzt. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist
und seinen Willen tut, den hört er. Er erklärt ihnen die Welt. Und er fährt noch fort, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Freunde, das ist sensationell, macht er ihnen klar. Und er fährt fort, Vers 33, wenn dieser nicht von Gott wäre, er könnte nichts tun. Nichts könnte er tun. Stärker kannst du nicht die Dinge formulieren. Wenn dieser nicht von Gott wäre, er könnte es nicht tun. Also er macht ihnen damit klar, ich liege richtig und ihr liegt falsch. Und jetzt reicht es ihnen. Sie sagen, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. Nämlich aus der Synagoge wird er ausgeschlossen. Der ist blind. Und wird aus der Synagoge ausgeschlossen. Also wenn man sich das vorstellt. Der hat das Schönste erlebt, was man erleben kann. Und jetzt fliegt er raus, weil er sich zu dem hält und den nicht verleugnet, der ihn gesund gemacht hat. Es ist nicht zu fassen. Unglaublich. Donnerstag. Die Auferweckung des Lazarus. Jetzt hat Jesus nicht nur einen Blinden geheilt, nämlich einen Blindgeborenen. Nicht, was wir da betrachtet haben. Er hat vorher einen Gelähmten geheilt, der jetzt herumlaufen kann und geht, oder am Teich Bethesda. Dann den Blindgeborenen. Aber es kommt noch stärker. Jesus war befreundet mit einer Familie, die lebte hier in dieser Gegend, östlich von Jerusalem. Ganz nah. Hier ist Jerusalem. Und da daneben ist Bethanien. Das ist also nicht allzu weit. Da gehst du von Jerusalem hinunter, durchs Kidrontal und dann hinüber. Hier sehen wir das auch auf der Karte. Hier ist Jerusalem, dazwischen das Kidron-Tal, der fließt ins Tote Meer, dieser Kidron. Und dann gehst du also runter und drüben wieder rauf, Richtung Ölberg, und da ist Bethanien. Genau auf der anderen Seite gegenüber von diesem Kidron-Tal, gegenüber von Jerusalem. Und dort ist eine Familie, Maria, Martha, Lazarus. Drei Geschwister, und die waren enorm gastfreundlich. Die haben Jesus immer mit seinen Jüngern beherbergt und da wurde gegessen, getrunken, die konnten dort schlafen, essen, trinken. Wie ein Hotel für Jesus und seine Jünger. Hatten also enorm viele Liebesdienste für Jesus und seine Mannschaft getan. Und als Jesus wieder mal unterwegs ist, kommen Diener von dieser Familie und sagen, Lazarus, der, den du lieb hast, ist schwer krank. Und das heißt jetzt so viel wie, komm, hilf ihm. Der hat vorher für dich, jetzt du für ihn. Ist ja praktisch, wenn man so jemanden kennt, seine Beziehung hat. Und jetzt sagt Jesus etwas. Die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und dann steht auch noch, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester Maria und Lazarus. Er liebt sie. Das sagt, die Krankheit ist nicht zum Tode. Tja, und dann gehen die wieder zurück und Jesus bleibt noch 2 Tage dort, wo er ist. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, jetzt gehen wir wieder nach Judäa. Sie befinden sich also offensichtlich im Nordteil, in Galiläa, und jetzt gehen sie wieder Richtung Süden. Und die Jünger sagen, na, willst du das wirklich? Ich meine, die in Jerusalem, dort ist die ganze Führungsebene der Pharisäer und der Sadduzäer, die wollen dich ja umbringen. Willst du wirklich da hingehen? Und Jesus ist mit einem Plan unterwegs, mit einem göttlichen. Und er sagt in Vers 11, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen und ich gehe hin, ihn aufzuwecken.
Und die Jünger hören, ah, eingeschlafen, er war ja krank, nicht? Jetzt weckt man wieder auf. Die sagen, das ist gut, wenn er schläft, wird es wieder besser mit ihm. Und dann sagt Jesus, na, nicht der Schlaf. Todesschlaf. Er ist gestorben. Boah, sind die Jünger schockiert. Ja, wenn der gestorben ist, ja, wieso sind wir da nicht gleich hingegangen, um ihn? Dann hätte er ihn ja heilen können, dass der nicht stirbt. Die sind geschockt. Schwer geschockt. Und was jetzt hier so bedeutsam ist, dass Jesus den Tod als Schlaf bezeichnet. Todesschlaf. Und er geht jetzt hin, um wieder aufzuwecken. Ja, wenn der tot ist, wie willst du ihn dann wieder aufwecken? Jetzt kommt eben das Besondere. Und dass er dorthin kommt, war mittlerweile schon die Beerdigung. Es sind jetzt schon 4 Tage vergangen. Und alles ist schon vorüber. Man hört nur noch die Klageweiber. Und als Jesus dann schließlich mit seinen Jüngern nach Bethanien kommt und die 2 Schwestern Maria und Martha erfahren, dass jetzt Jesus im Anmarsch ist, kommt die eine entgegen und sagt, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Und da schwingen jetzt 2 Dinge mit. Was sind die 2? Nuancen. Einerseits heißt es, du hättest ihn heilen können. Du hast die Macht, die Kraft dazu. Und das andere, und warum hast du es nicht gemacht? Wenn du die Macht hast, warum hast du uns nicht geholfen? Wir haben immer für dich das Haus offen gehabt, wir haben für dich gekocht, wir haben dir Herberge gegeben, du konntest hier schlafen, es war wie ein Hotel. Du hättest die Macht gehabt, warum bist du nicht gekommen? Und außerdem hast du gesagt, die Krankheit ist nicht zum Tode. Und jetzt ist er aber tot. Da ist ein Schmerz. Aber das Besondere ist, dass Jesus hier sagt, zu dieser Martha, dein Bruder wird auferstehen. Ja, das ist schön, aber jetzt ist er tot. Das ist irgendwann. Und die Martha sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Zukünftig, nicht jetzt in dem Moment, wo er gestorben ist, ist er auferstanden. Am letzten Tag. Nämlich wenn Jesus wiederkommt. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, also wer mir vertraut, sagt Jesus, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie glaubt. Freitag. Zusammenfassung. Es ist eine Sache, etwas zu glauben, darauf zu vertrauen und die andere Sache, das mitzuerleben, was da vor sich geht. Denn als Jesus zu diesem Grab kommt und es kommen ihm die Tränen, als er sieht, wie die Leute jetzt denken. Und er kann die Gedanken lesen. So, schau. So lieb hat er ihn gehabt. Hätte er nicht rechtzeitig kommen können und den heilen, diesen Lazarus, was der alles gemacht hat für Jesus. Den immer bewirtet, konnte da schlafen, essen, trinken, alles. Aber als der krank war, ist nicht gekommen. Schöner Freund, oder? Und dieses typisch Menschliche, dass da durchkommt, das tut ihm weh. Wenn er sieht, wie verbohrt sie sind in ihren Denkmustern. Da möchte sie da rausholen. Und darum will er zum Grab. Er will zu dieser Grabhöhle. Und befiehlt, den Stein wegzurollen. Und jetzt protestiert aber die Schwester. Und sagt, Herr, der ist schon tot.
Wenn wir jetzt den Stein wegrollen, da kommt Verwesungsgeruch heraus. Das ist mein Bruder. Ich will nicht, dass man das riecht. Ich meine, das macht man nicht. Nein, will ich nicht. Und Jesus sagt, rollt den Stein weg. Huh. Und dann wird es gemacht. Denn er lässt hier nichts anderes aufkommen. Und dann rollen die den Stein weg. Und der Geruch kommt heraus. Man weiß, der ist tot. Vor 4 Tagen gestorben. Er riecht schon. Darum hatte die Schwester auch dagegen angekämpft, dass jetzt der Stein weggerollt wird. Und dann betet Jesus. Und er bedankt sich. Er bedankt sich bei seinem Vater im Himmel, dass der ihn alle Zeit hört und dass er im Auftrag seines Vaters das jetzt durchführt. Und er dankt ihm im Vorhinein, dass der Herr im Himmel sein Vater wirken wird. Entsprechend. Und er dankt ihm, dass dieser Lazarus leben wird. Und dann ruft er, nachdem er das Gebet beendet hat, Lazarus, komm heraus! Und dann lauschen alle. Was jetzt? Was jetzt? Ja, was jetzt? Die hören was da drinnen. Da bemüht sich einer aufzustehen. Tut sich aber schwer, weil er ja eingewickelt ist. So bestatten die Israeliten in jener Zeit ihre Toten, werden mit Binden umwickelt. Der ist also wie gefesselt, der kommt kaum in die Höhe. Aber dann sieht man, da scheint einer im Eingang der Höhle eingewickelt. Und das Erste, was dann Jesus sagt, bindet ihn los. Die waren nämlich alle starr. Und was war das Ergebnis? Die Leute rennen und berichten. Lazarus, der 4 Tage tot war, er hat ihn auferweckt von den Toten. Und das erfahren auch die Pharisäer und die Sadduzäer. Und bis dorthin war im Hohen Rat, wo diese 70 zusammenkommen, es immer so. Es gibt immer 3 Gruppierungen. Extrem Rechte, extrem Linke, Scharfmacher und Vorsichtige und die graue Masse in der Mitte, die sagen, lassen wir das einmal noch ruhen. Die einen sagen, den bringen wir jetzt um. Die anderen sagen, tun wir es noch nicht. Wer weiß, was dann das Volk macht, denn die mögen ihn. Und wenn wir jetzt Jesus töten, am Ende geht das Volk dann auf uns los, dann haben wir gar nichts erreicht. Weil jetzt sind wir an der Macht. Ich meine, die Römer sind noch da, aber sonst sind wir die Chefs über die anderen. Aber wenn jetzt Jesus umbringen und das Volk stellt sich gegen uns, dann verlieren wir alles. Das waren die Vorsichtigen, die Mahner. Ich sage, vorsichtig, nur nichts übereilen. Natürlich wollen wir, dass er wegkommt, aber wie gehen wir es an? Darin waren sie sich einig, er muss weg. Aber wie machen wir es, ohne selber dabei Verluste zu erleiden? Das war das Problem. Und als jetzt gemeldet wird, die haben sofort eine Sitzung einberufen. Gesagt, habt ihr das gehört? Jetzt hat er schon einen auferweckt, der 4 Tage im Grab lag. Jetzt reicht's. Jetzt ist genug. An dem Tag, wo Jesus dieses Zeichen tat, das war also über drüber. Mega. Giga. Jetzt haben sie beschlossen. Und jetzt waren auf einmal alle dafür, oder sagen wir, die große Mehrheit dafür. Denn 2, wie wir dann sehen, waren anderer Meinung. Jetzt ist soweit. Wenn wir jetzt nicht den Schlussstrich ziehen, was macht er als nächstes? Das wird ja immer größer mit seinen Wundern. Jetzt hat er schon das gemacht, das gemacht, das gemacht. Jetzt weckt er schon einen 4 Tage Toten auf. Denn bei der Auferweckung des Jünglings zu nah ihn, der gestorben war und den Jesus beim Begräbnis dann auferweckt hat, bei der Tochter Jairus, dieses Synagogenvorstehers, die 12-Jährige. Bei beiden hat man gesagt, weil Jesus, beide waren tot und Jesus hat beide auferweckt, man hat gesagt, ja, der Jüngling zu einer Ende war ja gar nicht tot. Und dieses Mädchen, die 12-Jährige, hast du es gesehen, dass sie tot war? Die war ja gar nicht tot. Es war ja keine Totenauferweckung. Aber jetzt bei Lazarus,
Da haben sie es gerochen, dass der tot war. Verwesungsgeruch. 4 Tage im Grab. Jetzt konntest du es nicht mehr leugnen. Oder sagen, na, das war ja nicht so und das war zu kräftig. Deswegen haben sie beschlossen, an diesem Tag, jetzt muss er sterben. Jetzt ist es soweit. So weit kann blinder Wahn gehen. Wir wollen beten. O Herr, die größten Wunder können geschehen, wenn jemand nicht will, will er nicht. Und diese Führungsschichte, die wollte nicht einsehen, dass Jesus dieser Messias ist. Sie wollten nicht. Bewahre du uns davor, dem Geist so Widerstand zu leisten, dem Heiligen Geist. Und wenn du, der du jetzt da zuhörst und zusiehst, noch in Zweifel bist, Jesus hat gesagt, wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist. Probier's aus, wag es. Und Jesus wird durch seinen Geist dich über die Höhen auf Erden führen. Hab Dank, oh Herr, dass du das tun willst. Amen.